versuch zu arbeiten. Du bist so eine Streberin. Pass mal lieber auf, sonst bestehst du den Test nicht. Süßigkeiten essen macht aber viel mehr Spaß. Ha, was ist da denn los? Süßigkeiten in meinem Unterricht? Was ist das? Ein Wurm! Ah! Was denn jetzt? Erwischt. Oh, komm schon. Doremi! Alles klar, ich bin bereit. Oh, stimmt, natürlich. Ich brauche nicht so viel Make-up. Ich sehe schon natürlich hübsch aus. Das sehe ich. Wie wär's mit etwas Lippenstift? Oh, Moment, ich habe einen Anruf. Echt jetzt? Hallo? Machst du Witze? Was hat er getan? Bin schon unterwegs. It's showtime. Wir müssen los. Oh, ja, natürlich. Warte, so kann ich doch nicht raus. Was mache ich denn nur? Hey, Make-up-Lady, komm zurück. Das ist eine Katastrophe. Na los, wie schwer kann das schon sein? So weit, so gut. Wem will ich hier was vormachen? Ich sehe doch aus wie ein Clown. Okay, versuchen wir es mal anders. Ich hoffe, das klappt. Diese Yoga-Stunden haben sich wirklich gelohnt. Ja, ich weiß. Ich hole sie jetzt. Das ist nicht, wonach es aussieht. Was zur... Wir brauchen hier wahrscheinlich noch etwas länger. Ich versuche mich nur zu schminken. Wow, so aber nicht. Es muss doch was geben, was wir tun können. Na toll, mir hängt ein Faden aus dem Ärmel. Moment, warte mal. Vielleicht können wir ihn benutzen. Einen Versuch ist es wert. Was tust du da? Ich reibe den Faden über den Lippenstift, damit der Faden damit bedeckt ist. Jetzt ziehe ich eine Kontur um deine Lippen. Und noch die Unterlippe. Und dann malen wir die Lippen aus. So, fertig. Wow, das sieht toll aus. Ich sehe aus wie auf dem Poster. Perfekt. Was soll das heißen? Die Show hat begonnen. Mindy ist bei mir. Los, beweg dich. Komm, komm, komm. Dann mal los. Oh, was für ein Tag. Das ist ein schöner Platz zum Sitzen. Wow, hier ist es bezaubernd. Ich bin so gern in der Natur. Oh, so ein süßes Eichhörnchen. Hey, kleiner Kerl. Oh, darf ich dich zeichnen? Nicht bewegen. Ups, das war knapp. Sorry, ich brauche noch eine Minute. Vielleicht, wenn ich mich an die Bank lehne. Moment noch. Ach nee, das wird nix. Ich krieg's nicht gebacken. Warum muss das denn so schwer sein? Ah, das ist so frustrierend. Oh, die Pizza sieht aber lecker aus. Kann ich dir helfen? Hi. Könnte ich die Schachtel haben? Ich zahle auch dafür. Ja, aber nicht die Pizza. Oh, cool. Jetzt kann ich mir noch eine kaufen. Oh, das ist mein Glücksstück. Das hier ist genau das, was ich brauche. Damit halte ich den Deckel oben. Und dann lege ich mein Blatt da drauf. Und ich habe eine Staffelei wie ein Künstler. Und nun kann ich dich malen. Oh, aber ich kann die Pizza-Lady malen. Das sieht schon gut aus. Aber Porträts sind eine echte Challenge. Pizza ist das einzig wahre Essen. Hey, du warst echt ein tolles Modell. Was hast du gesagt? Sag mal, malst du mich etwa? Das muss ich mir ansehen. Ich bin einfach mal ganz leise. Niemals. Unfassbar. Das ist ein wahres Meisterwerk. Wow. Du hast mich erschreckt. Das bist du. Ich hoffe, dir gefällt's. Gefällt mir sehr. Darf ich's dir abkaufen? Na klar. Danke, du bist echt eine richtige Künstlerin. Das ist so nett. Oh mein Gott, wow. Schau dir die mal an. Hä? Oh, hi Mindy. Diese Schuhe sind so süß. Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir. Wow, fast vergessen. Was hältst du von meinen Schuhen? Wow,
die sind mega schön. Bin total neidisch. Oh, du bist so lieb. Die passen super zu dem Oberteil. Hey Mädels! Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten. Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz. Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Ah, das war erfrischend. Okay, dann checke ich mal meine Maße. Hey, Jennifer! Ich hab voll Hunger. Stört's dich, wenn ich den Fernseher anmache? Was machst du denn da? Du weißt doch, ich bin auf Diät. Oh, das riecht so gut. Stopp! Los, verschwinde! Na gut. Schau mal da. Ein riesiger Teddybär. Ich habe eine Idee. Ich mache einen Schnitt in den Bären und stopfe da meine Snacks rein. Damit sind sie versteckt. Jennifer muss sie ja nicht sehen. Und ich kann sie essen. Danke, dass du die Snacks weggebracht hast. Na klar, kein Problem. Mindy, was sind das für Geräusche? Was ist da los? Ich kuschel nur ein bisschen mit dem Teddy. Ja, der ist echt süß. Das war knapp. Okay, Leute, aufgepasst. Wir schreiben heute einen Test. Kein Getuschel oder Geschummel, ich habe euch im Blick. Ihr dürft beginnen. Alles wird gut. Nun brauche ich noch einen Stift. Oh nein, ich krieg meine Federtasche nicht auf. Komm schon, geh auf. Das ist gar nicht gut. Vielleicht kann mir Jennifer helfen. Psst. Was? Hast du noch einen Stift für mich, bitte? Nein, den brauche ich selbst. Wow, okay. Mindy, was habe ich gesagt? Entschuldigung, Miss. Was mache ich denn jetzt nur? Ich war jung und hatte noch Träume. Und dann habe ich nur 6 bekommen. Und jetzt schaut mich nur an. Ah, wieder ein geschäftiger Tag zum Geld ausgeben. Oh, was für eine arme Gestalt. Hast du ein bisschen Kleingeld übrig, bitte? Okay, mal sehen. Das reicht hoffentlich. Ach, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür. Du hast ein gutes Herz. Nein, das kann ich nicht zulassen. Auf keinen Fall bekomme ich eine 6. Aber Moment mal. Vielleicht kann ich ja diese Büroklammer nehmen. Ich lege die Büroklammer auf den Tisch. Dann brauche ich meine Klebepistole. Und ich fülle die Büroklammer mit dem Kleber. Ich nehme Glitzerkleber, weil er einfach hübsch aussieht. Ich fülle nur diesen Bereich aus. Und jetzt muss es aushärten. Dann fädle ich die Büroklammer durch den Reißverschluss. Ja, er geht auf! Puh, bin ich erleichtert. Ran an die Arbeit. Was? Wie unverschämt. Sie hat auch einen Einhornkoffer? Mein Koffer ist besser als deiner. Zieh's dir rein. Ich habe eine ganze Farbpalette. Sie ist bestimmt voll neidisch. Meine Farben sind genauso gut. So kann ich mein Make-up immer auffrischen. Meine Stifte sind wie die Klauen von Wolverine. Das beeindruckt mich nicht. Ich habe einen neuen Lippenstift. Wie langweilig.
Ich habe unendlich viel Bleistiftminen. Oh, ich kann ihn nicht leiden. Und eine ganze Pinselsammlung. Wie öde. Ich habe etwas Besseres. Ganz genau. Eine ganze Reihe von Make-up-Pinseln. Oh Mann, da kann ich wohl nicht mithalten. Ein Augenblick. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe eine geniale Idee. Du brauchst ein Stück Filz, ein Lineal und etwas Kreide. Dann ziehst du eine gestrichelte Linie jeden zweiten Zentimeter. Etwa so. Dasselbe machst du insgesamt viermal. Die gestrichelte Linie schneidest du aus. Jetzt kommen meine Stifte und Pinsel ins Spiel. Die kann ich ganz einfach in die Schlitze stecken. Jetzt kann ich sie einrollen. Wenn alles eingerollt ist, gebe ich etwas Heißkleber an dieser Stelle hinzu. Dann kommt eine Schleife mit einem Gummiband hinzu. Und fertig. Echt genial. Zieh dir mal das coole Teil rein. What the heck ist das? Sein Ernst? Was geht da vor sich? Oh, ein Wettbewerb. Und der Sieger ist... er! Oh mein Gott, yes! Das bedeutet mir so viel! Sowas von gemein! Komm rein. Sie wollten mich sehen? Bitte, setzen Sie sich. Wir haben ein Problem. Sehen Sie sich Sophias Klassenarbeit an. Das ist eine Schande. Du meine Güte! Hey, mir ist oft langweilig. Das muss aufhören. Augenblick, ein Anruf. Hallo? Sophia, ich bin so enttäuscht von dir. Bin gleich wieder da. Endlich ist er weg. Willst du spielen? Was? Schnapp dir einen Stift und lass uns spielen. Echt jetzt? Hab einen. Oh, der wird aber nicht funktionieren. Mal nachdenken. Liegt hier etwas Nützliches herum? Ich lege einen Klebestreifen über das Notizbuch und klebe noch einen daneben. Dann kommen zwei horizontale Klebestreifen hinzu. Nun brauche ich ein paar Büroklammern. Und ein paar Papierklammern. Okay, ich beginne. Los, du bist dran. Oh, das ist lustig. Meine Klammer kommt hier hin. Nicht schlecht. Gut geblockt. Das ist echt spannend. Dieses Mal nicht. Ja! Ich hab gewonnen! Cool bleiben, er hat keine Ahnung. Was ist hier los? Sie war es. Ich brauche Urlaub. Niemand darf mich sehen. Niemand. Puh, ist jemand in Sicht? Ich bin wohl alleine. Oh, Ava, du bist meine Traumfrau. Okay, jetzt oder nie, bevor mich noch jemand sieht. Sie wird sich bestimmt über diesen Cupcake von mir freuen. Oh nein, da drüben ist sie ja schon. Ich muss schnell verduften. Ich verstecke mich hier. Okay, gleich hat sie den Cupcake. Sie checkt noch ihr Handy. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Da ist Jake. Hi, Ava. Hier, die sind für dich. Für mich? Wow, die sehen voll gut aus. Ich probiere die Erdbeere zuerst. So gut. Willst du eine? Nein, das ist unfair. Er hat mir eins ausgewischt. Okay, das ist mein Moment. Sie wird sich bestimmt über Tulpen freuen. Hi, Ava. Hä? Wer ist da? Oh, hi. Gibt es etwas, das du von mir brauchst? Oh, nee, schon gut. Na gut. Die Rosen riechen sowas von gut. Ava braucht ein Blatt Papier. Das ist meine Chance. Hier, Ava, nimm mein Notizbuch. Nur zu, bediene dich. Ich weiß, dass du Lila liebst. Oh, sie wird bestimmt Jakes Sachen nehmen. Ich habe drei Stück nur für dich alleine. Wow, dein Notizbuch sieht voll interessant aus. Was? Echt jetzt? Du brauchst viele Pailletten, Perlen und andere lustige Dinge. Ich habe verschiedene Farben genommen. Dann habe ich den Deckel von der Chipsdose genommen. Mit Heißkleber bin ich den Rand entlang gefahren. Dann habe ich es auf das Notizbuch geklebt. Und fertig! Jede Menge glitzernder Spaß für mich. Was? Du hast das selbst gemacht? Ich habe auch Tulpen für dich. Das ist die beste Tarnung. Ziel gesichtet.
Warum? Ich habe mein Bestes getan. Wie unfair. Hey, redet die Pflanze mit mir? Hier drüben. Ich? Komm hierher. Okay. Setz dich. Sorry, die Pflanze greift mich an. Was ist das Problem? Ich bin durchgefallen. Ich kann dir helfen. Sieh her. Wow, eine Eins? Das ist nicht kostenlos. Klar, wow. Danke, seltsame Fremde. Wie hast du das geschafft? Eigentlich sollte ich das für mich behalten, aber... Um immer eine Eins zu bekommen, brauchst du einen großen Stift. Benutze ein Skalpell, um den Radiergummi in ein Dreieck zu schneiden. Dann ritzt du eine Eins hinein. Tauche den Radiergummi in rote Farbe und teste den Stempel auf Papier. Siehst du, so einfach geht das. Wow, das muss ich mir merken, danke. Oh, das sind meine Freunde. Leute, seht euch das an, ihr könnt immer Einsen schreiben. Aus dem Weg. Das Geschäft boomt. Setz dich. Hier für dich. Das war's mir wert. Danke. Her mit der Bezahlung. Hey. Wow. Das ist nicht umsonst. Danke. Ich liebe die Schule. Oh, die macht so viel Krach. Oh, ich steuere auf einen Highscore zu. Hey, ich versuche hier zu arbeiten. Das war's. Shh. Oh, ekelhaft. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Och, Frau Lehrerin! Die spielt im Unterricht am Telefon. Ava, du kennst die Regeln. Leg dein Handy weg. Na gut. Das wird dir eine Lehre sein? Oh Mann, ist die übel. Was, wenn ich mal nur kurz schaue? Nur ein ganz schneller Check. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche eine Kopie von meinem Gesicht. Oh, ich bin so hinterhältig. Okay, hab das Bild und mein Handy. Ich schneide einfach einen Teil passend zum Telefon aus. Das passt perfekt. Jetzt brauche ich ein bisschen Kleber. Ich trage einfach den Kleber auf die Rückseite meiner Telefonhülle auf. Perfekt. Nächster Schritt, das Bild aufkleben. Oh, das wird super. Zeit, das Ganze auszuprobieren. Ich werde einfach mein Handy hier hinhalten. Ah, Biologie ist so ein tolles Fach. Ja, ich kann's nicht glauben. Die ist schon wieder am Telefon. Frau Lehrerin, Frau Lehrerin. Die macht's schon wieder. Tut sie das? Ja, sie starrt gerade drauf. Ich sehe nichts. Du solltest mal aufhören, den Unterricht zu stören. Ich stören? Ach, das ist nicht fair. Ja, das hat funktioniert. Ich habe gewonnen. Photosynthese. Oh, ich glaube, ich habe den Stoff drauf. Hey, hast du für den Test morgen gelernt? Ach, ich bin Jennifer. Ich lerne andauernd. Ja, wie du meinst. Wie hat sie all diese Fragen beantwortet? Oh, das ganze Lernen macht mich durstig. Sie schaut gerade nicht hin. Das sehe ich mir an. Ich habe nicht viel Zeit. Hallo, ihr wertvollen Antworten. Oh, ihr seid wunderschön. Oh, das kann ich mir doch nicht alles merken. Aber diese Plastikfolie kann helfen. Ja, Baby. Wenn ich das Plastik übers Papier lege, kann ich die Antworten einkreisen und sie dann über meinen Test legen. Ist das genial, oder was? Was machst du denn da? Nix. Ich betrachte nur meine Süßigkeiten. Ach, Freak. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Bingo, das passt perfekt.
Im Leben tauchen manchmal Probleme auf, die zwar nicht weltbewegend, aber sehr nervig sein können. Aber lass dich davon nicht ärgern. Nutz einfach diese genialen Hacks. Was fandest du am besten? Schreib's in die Kommentare. Teil das Video auch gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere nützliche Videos wie dieses.